Kaspar, jetzt hör mir mal ganz genau zu. Ich hab den neuesten Kram gerade aus China bekommen. Cooper, Alter, was geht ab? Was denn für neuer Kram? Wir sind ja hier mitten am Hafen gerade. Okay, irgendwas krasses, irgendein neues Gadget oder so? Oh ja, genau so sieht's aus. Aber das sage ich dir nur, wenn die Leute jetzt sofort ein Like auf deinem Video da lassen. Leute, ihr wollt doch auch wissen, was es ist. Deswegen like das Video und abonniert den Kanal. Cooper, okay, haben die Leute jetzt gemacht. Dann sag mal, was es ist. Also ganz so schnell kann ich's auch nicht hergeben. Du bekommst das, wenn du mir einen Gefallen tust. Okay, und was für ein Gefallen soll das sein? Hier überall laufen 100 Kapibaras rum. Die kommen gerade frisch aus China und die müssen alle eingefangen werden. Wenn du es also schaffen solltest, alle einzufangen, gebe ich dir das Tool. 100 Kapibaras? Okay, Leute, die sind einfach im Container mitgeschippt worden über Übersee, ne? Wie krass. Okay, wie sieht nochmal ein Kapibara aus? Und vor allem, wo verstecken sich diese Kapibaras? Ich habe hier auf jeden Fall ein Seil am Start. Damit kann ich die dann zur Not festmachen, wenn ich die sehe. Aber ich weiß auch nicht, ob ich viel zu laut bin für die. Vielleicht muss man auch sich leise an die anloggen. Da hinten, da läuft ja direkt schon eins. Oh mein Gott, da ist direkt ein Kapibara, Alter. Das ist jetzt schon das Erste. Okay, hier ist noch eins. Schnell festmachen. Zack, Nummer 1 haben wir auf jeden Fall schon mal am Start. Sehr, sehr gut. Das war Kapibara Nummer 1 und jetzt geht's direkt weiter. Das sind ja direkt 2 Stück. Okay, wir müssen 10 Stück fangen und dafür können wir dann dieses krasse Tool bekommen, was auch immer Cooper da jetzt gerade hat. Und Kapibara Nummer 2 festgemacht und Kapibara, hier, der will abhauen. Kapibara Nummer 3. Na, ihr seht das selber, am Seil haben die gar keine Chance mehr abzuhauen. 3 Stück haben wir schon und 10 Stück müssen wir insgesamt finden. Wo sind denn jetzt die anderen? Hier, hä? Ist das auch gerade eins gewesen? Ich dachte gerade, das wäre auch eins, ne? Nö, aber alles gut. 3 Stück haben wir. Okay, wo könnten die noch sein? Ich habe ja ein Jetpack. Vielleicht da hier oben auf den Containern drauf? Ja, nee, aber ich sehe ja gar keins. Hier vorne vielleicht irgendwo? Jawohl, hier hinten in der Ecke läuft er einfach gerade raus, Leute. Genau hier hinten in der Ecke ist auch noch eins. Zack, Nummer 4 festgemacht. Sehr, sehr wichtig. Und da hinten sind ja noch mehr. Ich glaube nicht. Guck mal, hier ist auch direkt auch nochmal eins. Zack, das haben wir auch. Nummer 5. Okay, was ist denn das hier? So ein kaputtes Ferrari-Auto? Anscheinend. Und da ist auch noch eins da hinten. Nummer 6 schon. Ey, das läuft ja wie am Schnürchen hier gerade bei uns. So, und auch du wirst natürlich hier festgemacht. Zack, Nummer 6. Und dann haben wir hier vorne Nummer 7 schon. So, Nummer 7. Da oben auf dem Container drauf. Nein, du fällst runter, pass auf. Nicht, dass es runterfällt, ne? Das sieht fast so aus, als würde es jetzt jede Sekunde runterfallen. Komm, komm da oben runter, du kleines böses Kapibara. Sieh zu, dass du hier runterkommst. Ey, mein Gott, okay, na gut, dann müssen wir halt hier hochspringen und dich halt hier festmachen. So, das müsste jetzt Nummer 8 gewesen sein. Haben wir hier noch mehr? Vielleicht, wenn wir von hier oben auf dem Kran gucken, von hier irgendwo, hier direkt vor mir. Nummer 9, Alter, okay, ein einziges fehlt noch. Ja, und direkt wieder hier vorne, Leute, wie cool. Und zack, Nummer 10 festgemacht und jetzt können wir zu Cooper gehen und mal gucken, was er jetzt für ein krasses Tool hat und vor allem, was wir damit machen können. Yo, Coopy, altes Haus, ich habe alle 10 Kapibaras eingefangen, der Hafen ist wieder sicher, also sag mal, was ist denn das für ein Tool, was du da hast? Okay, ich gebe dir das jetzt, aber pass damit bitte wirklich auf. Ja, ist kein Problem, dann gib mal her hier. Hier, bitteschön, aber wie gesagt, das ist wie ein Laser. Hä? Was ist das denn, Leute? Guck mal, das ist irgendwie so ein komisches Tool. Cooper, hat das ganze Ding auch einen Namen, damit ich mal weiß, wie das heißt? Ja, das Ding heißt Omnicutter und zerschneidet alles, was du willst. Das Teil hier zerschneidet alles, was ich will? Wie krass ist denn das? Okay, Alter, die Container, da fallen ja gleich auseinander. Okay, warte mal, das muss ich ausprobieren. Wie, das zerschneidet alles, was ich will? Das heißt, wenn ich jetzt hier auf diesen Stein gucke und mach so, yo, Alter, das hat einfach gerade direkt den Stein zerschnitten, wie krass. Du willst mir sagen, wenn ich jetzt hier sozusagen so ein kleines Loch mache, dann wird der LKW zerschnitten und dahinter einfach der Container auch? Warte mal, der Container, wenn ich so schneide, der ganze Container wird einfach durchgeschnitten? Würdest du sagen, wenn ich so mache, wird jetzt gerade der Kran der Kran wird einfach komplett durchgeschnitten. Alter, hier fällt alles auseinander. Wie cool ist denn das? Wir können damit einfach alle möglichen Sachen durchschneiden. Ey, das bringt mich auf eine Idee, Leute. Damit können wir jetzt ja mal mega viele Sachen machen. Hier vorne ist noch ein Kran. Naja, gut, der Kran ist ein bisschen zu hoch eingestellt. Dann würde ich fast sagen, lass uns den Kran mal einfach ganz kurz halbieren. So, und Kran halbiert. Und yo, Alter, guck mal, wie gut das funktioniert, ne? Und, Alter, das ganze Gerüst, das fällt einfach auseinander. Und yo, ey, selbst der Kran wird hier einfach komplett klein gemacht. Ey, Cooper, das Teil macht so viel Spaß, ne? Was glaubt ihr, Leute, können wir damit noch zerschneiden? Wie wäre es vielleicht mit einem Schiff? Oh mein Gott, glaubt ihr, wir können damit direkt hier so ein krass diesen Schiff zerschneiden? Das muss ich ausprobieren. Wir machen einfach jetzt einmal den hier, mal gucken, ob das reicht. Und, oh mein Gott, was passiert? Alter, das fängt hier mies an zu laggen gerade. Okay, komm, wir gehen jetzt mal in die Stadt und gucken mal, was wir da noch alles damit machen können. Ich bin in Bobs Wohnwagensiedlung und mal gucken. Ja, das Schild fand ich sowieso schon mega lange hässlich. Mal gucken, ob das hier auch funktioniert, wenn ich hier einfach einmal so mache. Und das Schild fällt einfach runter. Ey, das ist so krass, was wir damit alles zerschneiden können. Das heißt, wenn ich jetzt so mache, machen wir einfach einen Kreis hier rein.
Okay, warte mal. Das heißt, wenn ich jetzt quasi den Bus zerschneiden möchte, dann mache ich einfach einmal den hier. Und dann zerschneide ich den Bus einfach komplett und da hinten selbst den Baum auch noch einfach einmal so komplett in der Hälfte durch, ne? Und alles, was im Weg ist, wird durchgeschnitten. Leute, hier so ein Betonmischer, kein Problem. Zack, wird durchgeschnitten und einfach auch halbiert. Ey, was kann ich damit noch für Sachen zerschneiden? Vielleicht ja sogar ein Panzer oder so. Das kleine Schild hier, zack, das wird auch erstmal halbiert und fällt runter. Yo! Okay, warte mal, was haben wir noch? Diese ganze Wohnwagensiedlung, ey, das wäre so krass. Stell dir mal vor, ich schneide jetzt einfach mal hier komplett so ein Wohnwagen. Oder warte mal, hier den Wasserturm. Wir schneiden jetzt einfach mal hier komplett den Wasserturm durch und kippt der? Kippt der? Nein, da muss noch, fehlt noch ein bisschen was. Er kippt, Leute. Oh, Junge, er ist einfach unzerstörbar oder was? Machen wir mal den hier. Und jetzt kippt der Wasserturm auf mich. Wow, Alter, das war ja richtig knapp. Aber der Wasserturm wurde auch zerstört. Ey, auch selbst sowas können wir einfach mit diesem Omni-Cutter zerschneiden, ne? Guck dir das an, wie Butter funktioniert das. Ich bin jetzt in Mini-New York City und ich bin wirklich gespannt, was wir hier noch alles mit dem Omni-Cutter zerschneiden können. Das hier ist einfach das Empire State Building und auch dieses Gebäude werde ich jetzt einfach mal, zack, oh mein Gott, halbieren, Leute. Und ich kann einfach hier sogar so ganze Muster in die Häuser schneiden, ne? Und das Empire State Building fällt einfach runter, ne? Wir können die New Yorker Skyline ja mal ein bisschen verschönern, würde ich fast schon sagen. Hier hinten auch das andere Gebäude und da auch diese Hochhäuser. Oh mein Gott, Alter, es wird einfach alles komplett klein gemacht. Also so ein Gebäude vor uns, da können wir ja einfach mal ein großes K für Kasparo reinmachen. Zack, sieht das nicht cool aus? Okay, sieht eher aus wie ein X, ne? Aber egal, dann machen wir hier oben auch nochmal ganz kurz lang und hier einfach ein bisschen irgendwas. So, hier eine 8 und das ganze Gebäude fällt komplett auseinander. Ey, Leute, das ist so krass. Guck mal, hier vorne auch nochmal und auch hier die ganzen Hochhäuser. Guck mal, wie weit das geht. Na, hier dieses riesige Gebäude, auch das. Oh, das kippt. Und das war's auch mit diesem Gebäude. Alter, komplett Schrott. Oder das hier, zack, wird einfach auch nochmal zersägt. Na, ich möchte auch, dass es umkippt. Hallo, und nicht einfach so hier stehen bleibt. So, das sieht gut aus. Wie wäre es, wenn ich mich jetzt einfach mal im Kreis drehe? Oh mein Gott, jetzt müsste doch einfach alles abcrashen, oder nicht? Jetzt zerschneide ich gerade, während hier, ihr seht den roten Pfeil, während ich hier gerade rede, zerschneidet einfach der rote Laser hier jedes Gebäude der New York Skyline. Alter, jetzt längst aber. Jetzt fängt einfach an zu laggen hier, Leute. Und guckt euch bitte an, wie krass der Omni-Cutter einfach ohne Probleme hier überall durchgeht. Jetzt, was ist denn das für ein krasses Gebäude hier? Das kenne ich gar nicht. Hier fällt einfach eins nach dem anderen. Und das hier hat was überlebt. Das darf aber nicht passieren. Deswegen wird dieses Gebäude jetzt einfach auch nochmal komplett zerschnitten. So. Und zack, hier so ein richtig cooles Muster rein. Ne? Das sieht fast ein bisschen aus wie so ein Smiley. So, dann hier drüben auch nochmal. Und das ganze Gebäude wird einfach zerschnitten und fällt einfach auch in zwei Teile. Ne? Hier unten auch nochmal. So, und jetzt kippt es einfach um, Leute. Guckt euch das an, wie cool ist das? Ja, sehr gut. Da hat ein bisschen was gefehlt, aber jetzt hat es gereicht. Und da kippt auch die Spitze um. Ne? Also man kann fast schon sagen, wir haben die New Yorker Skyline auf jeden Fall verkürzt, aber auch verschönert. Oder findet ihr, wir haben die hässlicher gemacht? So, schreibt mal in die Kommentare. Und auch hier das Gebäude wird einfach komplett einmal durchgeschnitten. Und fällt es zur Seite? Ja, noch ein kleines Stückchen. Es ist so einfach so angenehm auch anzugucken, ne? Und das Gebäude mit der riesigen Speerspitze fällt einfach zur Seite und oh, ins andere Gebäude rein, crasht runter und fällt hier einfach hin. Alter, guck mal, was das für einen Schaden angerichtet hat. Ich bin jetzt hier im Destruction Valley, also da, wo ich immer sozusagen meine ganzen Experimente mache. Und ihr wisst es ja alle selber, eine Hydraulikpresse mit über 10.000 Tonnen, die zerdrückt hier einfach, boah, ein Auto ohne Probleme. Aber jetzt ist die Frage gerade, kann ich eventuell mit dem Omni-Cutter sogar eine Hydraulikpresse zerschneiden? Ich meine, das ist eigentlich fast unmöglich, dass man die kaputt bekommt, aber ich habe mal gehört, mit einem Diamanten soll das gehen. Aber ihr seht es selber, auch mit einem Omni-Cutter bekommen wir die Hydraulikpresse nicht zerschnitten. Aber jetzt frage ich mich auch noch, können wir mit einem Omni-Cutter Gold zerschneiden? Ihr seht es selber, das hier ist ein goldener Pickup und den werde ich hier mal ganz kurz runterfahren. So, und diesen goldenen Pickup, kann man den in der Mitte einmal durchschneiden? Der goldene Pickup in der Mitte durchschneiden, das funktioniert auf jeden Fall. Alter, guck mal, was für eine Strecke wir hier auf dem Boden machen, ne? Einen goldenen Pickup durchschneiden, das funktioniert auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr, sehr krass. Aber das ist auch noch nicht alles. Wir haben hier einfach eine riesige Yacht und die kostet über 120 Millionen Euro. Können wir diese Yacht einfach mal in der Mitte einfach einmal bitte durchschneiden? Und die Yacht wird auch in der Mitte durchgeschnitten und einfach wie ein Sandwich geht die einfach gleich unter. Hier einfach mal ein paar so Striche und guckt euch an. Und da geht die ganze Yacht auch unter. Wie krass ist bitte dieses Tool, ne? Wir können einfach hier
ist nicht so, man ist so Bauarbeiter oder weißt du, so irgendwie im Wald unterwegs und muss da arbeiten voll richtig, weil man die ganzen Bäume fällen muss. Und zack, man macht einfach einmal den hier und die ganzen Bäume werden von alleine gefällt, ne? So, gar kein Problem. Hier vorne auch nochmal, zack, mache ich den hier und guckt euch das an. Alter, die ganzen Bäume fallen hier einfach neben uns runter. Das ist so krass, Leute. Das sieht auch so krass aus. Und der Laser geht hier überall lang. Oh Gott, jetzt zerschneidet sogar noch das Haus von meinem Kollegen. Nein, mein Haus, es ist noch gar nicht so alt und... Das ganze Haus wird hier auch zerschnitten und guckt euch an, wie viel Schaden man einfach mit so einem Ding anrichten kann, ne? Ich frage mich, generell, wie viel Kilometer weit weg ich damit schneiden könnte. Glaubt ihr, ich könnte damit auch irgendwie aus 5 Kilometer Entfernung was schneiden? Das testen wir jetzt aus. Ich habe jetzt hier so einen LKW, okay? Und der kommt hier, ihr seht es gerade, hier ist Hochwasser. Der kommt hier sowieso nicht über diesen Fluss rüber. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nicht schlimm. Aber genauso will ich ihn eigentlich haben. Und jetzt testen wir mal aus welcher Entfernung ich auf den LKW schießen kann mit dem Omnicutter. Und das immer noch zerschnitten wird. Jetzt machen wir mal diesen hier. Oh, was? Oh mein Gott, okay, also wenn ich so schieße, oh mein Gott, auf die Entfernung war das noch gar kein Problem. Okay, warte mal, dann testen wir nochmal so. Mal gucken, wow, guck mal, wie schnell das Ding ankommt, ne? Und auch auf die Entfernung gar kein Problem, okay. Dann müssen wir nochmal hier einen zweiten LKW hinstellen. So, und jetzt gehen wir mal ganz ans Ende der Straße. Oh, niemals kommt der so weit. So, ich gehe rein hier. Der Omnicutter schneidet hier, ihr seht das selber, schneidet am Boden lang und bis hier ist er gekommen, ne? Also dieser ganze Weg, also ich würde fast sagen, das sind so, boah, 200-300 Meter oder so, ist auf jeden Fall der Omnicutter gekommen. So weit kann er schneiden, jetzt wissen wir es. Dieses Haus hier fand ich schon lange hässlich, deswegen muss es auf jeden Fall auch mal weg und deswegen wird das auch in der Mitte durchgeschnitten und einfach mal ein bisschen halbiert. So, und das ganze Haus wird hier einfach Open Air gemacht, ne? Das ist einfach so eine Open Air Zeltanlage hier, Leute, und guckt euch an, wie krass der Laser einfach aussieht, ne? Wie der hier einfach überall lang fliegt und auf einmal verschwindet. Das bringt mich auf eine Idee, was wir noch für Experimente damit machen können. Oha, was geht hier denn in unsere krasse Garage auf einmal so auf, Leute? Guckt euch bitte mal mein Haus an, Junge. Was geht denn jetzt ab? Wie krass sieht das bitte aus? Und dieses Haus hier kostet einfach mal über 200 Millionen Euro. Und ich würde fast sagen, das Haus muss neu. Denn wir haben den Omnicutter und deswegen schneide ich hier mit dem Omnicutter einfach auch nochmal das Haus in zwei Hälften, ne? Aber wir fangen einfach mal hier vorne an, würde ich sagen. So, wir müssen nämlich mal ein bisschen umdekorieren hier und renovieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber, oh mein Gott, er schneidet noch. Er schneidet noch. Er schneidet sogar einfach den Tennisplatz. Nein, nicht den Tennisplatz. Den wollte ich gar nicht verbessern. Alter, selbst der Tennisplatz wird einfach in der Mitte durchgeschnitten. Guckt es an, Leute, die Bäume fallen hier einfach gerade auseinander. Das Haus wurde einfach hier einmal mit dem Schlitz komplett durchgeschnitten. Das ist halt so cool, ne? Dieser Ferrari hier, Leute, oder warte mal, Crownsy God oder so heißt der, ne? Dieser wird einfach auch jetzt mal genommen und einmal zack in der Mitte durchgeschnitten. Gar kein Problem, der Laser geht hier einfach noch komplett weiter, geht hier vorne noch irgendwo weiter, zerschneidet hier sogar noch die Mauer. Und einfach auch noch den Baum, der dahinter ist. Boah, jetzt wo wir schon mal gerade hier sind bei so einem Pool. Glaubt ihr, der Laser kann auch diesen Pool zerschneiden? Das wäre halt auch sehr, sehr stark. Nehmen wir mal so. Nee. Okay, also, ja, wobei, doch, ein Pool kann er auch zerschneiden. Guck mal, jetzt sind wir gerade unter Wasser. Guck mal, hier auch schon von eben. Lol, das heißt, wenn ich jetzt mal so mache, dann müsste quasi der ganze Pool einfach komplett jetzt durchlöchert sein. Wir gucken mal. Und ja, das ist er auch. Alter, guck mal, hier über dem, unter dem Wasser einfach alles leer, Leute. Da läuft jetzt das ganze Wasser raus. Oh yes, ihr seht richtig. Ich bin in der Zukunft. Und zwar einfach in Cyberpunk oder Cyberdown in diesem Fall heißt das. Und hier bin ich mal gespannt, ob der einfach auch funktioniert, der Omnicutter. Guckt euch mal diese ganzen Leute an, Alter. Einfach so eine Apple Vision Pro VR Brille. Hier ist so ein Bus. Wir testen direkt mal an. Und da fliegt unser kleiner Laser. Das hat auch immer funktioniert. Okay, warte mal. Wir müssen das bei so einem fliegenden Auto mal ausprobieren hier. Oh mein Gott. Warte mal, ich schieße einfach mal hier einen... Oh, wow! Okay. Und das nächste, yo! Und das nächste Auto, oh mein Gott! Oh mein Gott! Was mache ich denn hier? Oh mein Gott, der Bus auf einmal crasht. Alter, die fliegen ja wie... Die fliegen wie Fliegen vom Himmel. Was passiert denn hier, sag mal? Oh mein Gott, Leute. Die Laser zerschneiden einfach alles hier oben. Einfach die ganzen Schilder da hinten, ne? Oh mein Gott. Und dann wird auch einfach, guck mal hier... Er wird einfach komplett in den Autobahntunnel einmal reingeschnitten. Ey, das ist so krass, Leute. Und guck mal hier, der andere Bus, der fährt einfach noch weiter, ne? Das ist ihm einfach egal. Der crasht einfach hier die anderen Autos rein. Na gut, kein Problem. Dann nehme ich mir jetzt mal hier so ein Auto und... oh Gott. Oh, ah, Vorsicht! Nein! Mann, ey! Hätte auch mal besser hingehen können. Ey, hallo, wer sind Sie denn? Oh, okay, die will hier anscheinend aufräumen oder sowas. Und das ist ein 7-Eleven. Und mal gucken, ob wir den 7-Eleven aus der Zukunft ausschneiden können. Ja, das können wir, Leute. Und die läuft einfach hier rüber über diese ganzen Sachen, als wäre gar nichts. Zerschneiden wir jetzt. Und auch die Frau konnten wir gerade in der Hälfte durchschneiden. Den Typen mit der Apple Vision Pro auch. Den haben wir hier noch. Zack, den Typen auch. Alter, okay, warte mal.
Jetzt warten wir darauf, dass der Bus gleich kommt. Da kommt der und der sieht gar nicht mehr gut aus. Und der Bus wird einfach in der Mitte durchgeschnitten. Alter, wieso ist der so schnell? Wieso ist der Bus so schnell und fliegt einfach jetzt gerade vor uns weg? Yo, was passiert? Alter, der Bus crasht einfach komplett, Junge. Der kann doch nicht mehr fahren. Alter, hier der Typ, der mit dem Afro, zack. Auch den haben wir mit dem Omnicutter zerstört. Leute, jetzt hier oben nochmal ganz kurz zielen und fahr die Laserpeitsche aus, ne? Und da, jaba! Und das Auto fällt auf. Und der Bus kommt schon wieder. Oh mein Gott, ich sollte es lieber lassen. Ihr seht es, ich bin jetzt in Bikini Bottom und dieses Schild nervt mich schon mega lange. Deswegen wird es einmal zerschnitten und können wir einfach auch den Abfalleimer komplett in der Mitte einmal durchschneiden, Leute. Das ist die Frage. Wir gucken erst mit der Faust da oben. Bam! Und ja, das funktioniert, Leute. Wir können einfach den Abfalleimer in der Mitte einmal durchschneiden. Alter, SpongeBob hat ja mal gar keine Chance mehr. Guckt euch das an. Der Abfalleimer wird hier einfach komplett halbiert direkt nochmal. Und Junge, da ist ja nichts mehr von über, Alter. Der hält nur noch an einer einzigen Stange. Und jetzt ist die Frage, auch die krosse Krabbe, Leute. Können wir die krosse Krabbe auch... Wollen wir die so durchschneiden oder so durchschneiden? Machen wir mal längs, oder? Und die krosse Krabbe wird durchgeschnitten. Oh mein Gott, es geht langsam, aber sicher funktioniert es. Und das war's mit diesem Burger-Restaurant aus der Tiefsee, ne? Guck dir das an. Also wirklich Millimeter für Millimeter Arbeit wurde hier mit dem Omnicutter durchgeschnitten, ne? Guck dir das mal an. Alter, da ist ja wirklich komplett in der Mitte ein Strich. Jetzt habe ich irgendwie Hunger auf Ananas bekommen, wenn ich das Restaurant so sehe. Wollen wir mal zu SpongeBob gehen und SpongeBob Ananas zerschneiden? Aber zuerst bin ich nochmal hier bei dieser Teststation. Und hier kann man nämlich üben, das ganze Haus einfach zu zerschneiden, ne? Und das funktioniert ja wirklich super, ne? Ich mache jetzt einfach mal so eine kleine Spirale hier rein, so. Und mal gucken, ob das funktioniert. Ist jetzt nicht die schönste, aber das müsste funktionieren, dass wir das Haus auch einfach... Ja, Mann, wir zerstören das Haus. Wir zerschneiden das Haus einfach genau in der Spirale. Alter, das Haus hängt auch schon ganz schön durch gerade, wenn ich das so sehe. Und guckt euch das an. Das Haus, es fällt wirklich jede Wohnung einfach zusammen, Leute. Es ist einfach so krass, dass wir damit einmal alles kaputt schneiden können. Und jetzt hier mal kurz gucken. Ja, die Laserstrahlen brauchen auf jeden Fall jetzt hier ein bisschen, bis sie angekommen sind. Aber... Sieht gar nicht so verkehrt. Nein, das ganze Haus. Das ganze Haus sieht so aus, als würde es jetzt jede Sekunde kippen, ne? Alter, das ganze Haus kippt einfach gerade, Leute. Das ganze Haus kippt, oh mein Gott. Das ganze Haus kannst du da oben gar nicht mehr halten. Alter, jetzt okay, das ist so krass. Selbst so ein Haus ist einfach gar kein Hindernis, Leute. Was soll sonst ein Hindernis sein, außer SpongeBob's Ananas? Oh ja, Leute, ich hab Bock darauf. Wir sind bei SpongeBob und deswegen werde ich jetzt hier jedes Haus nach und nach einfach zerschneiden. Und zwar fangen wir an mit Patricks Haus hier. Und ich habe hier auch noch so ein Laser-Dings hier, so ein Laserschwert. Damit kann man das schon mal nicht zerschneiden, aber hiermit auch nicht. Okay, also Patricks Stein. Oh, Patricks Stein hält viel aus. Hätte ich gar nicht gedacht. So, weg mit dem Star. Alter, was ist denn das für ein Tag? Yo, was können wir denn damit machen? Damit können wir Sachen einfach auch so wegwerfen, der Omnicard. Das ist ja ein Feature, das lerne ich ja jetzt erst kennen, sag mal. Okay, na gut, egal. Dann nehmen wir mal Thaddeus Haus und zerschneiden einfach einmal so in der Mitte durch, Leute. Hier, zack, einfach einmal den hier und Thaddeus Haus. Ey, Hauptsache diese hässliche Nase. Ey, Hauptsache diese hässliche Nase überlebt das, Junge. Das kann nicht wahr sein, oder? Als wenn diese hässliche Nase das überlebt. Alter, Thaddeus Haus, oh mein Gott. Nochmal. Hier, zack, durchschneiden. Und Thaddeus da drin wurde einfach auch geköpft gerade, ne? Hier, nochmal. Und er überlebt es nicht. Ich sag euch das, Leute. Er überlebt es nicht. Und Thaddeus Haus, ja, so ist das doch viel schöner, oder findet ihr nicht auch? Thaddeus Haus sieht doch jetzt viel, viel besser aus. Und jetzt kommen wir auch schon zu SpongeBob Ananas. Hallo SpongeBob, es tut mir leid, aber dein Haus muss leider ein bisschen renoviert werden. So, erstmal hier oben die Pflanze ab und... Oh, SpongeBob, nein! Das tut mir leid. Naja, egal. So, dann hier vorne nochmal ein bisschen Open Air, eine Dachterrasse machen. Dieser hässliche Schornstein, der ist eh überhässlich. So, dann hier vorne die Fenster auch nochmal so ein bisschen renovieren. Und, okay. Okay, ja, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus sogar. So, und hier drüben auch nochmal. Alter, SpongeBob Ananas wird hier einfach einmal in der Mitte durchgeschnitten, ne? Und ich muss sagen, ich probiere mir hier ganz kurz so ein Stück. Was ist denn jetzt los? Das war's auch wieder mit dem Video, Leute. Lasst ein Like und Kommentar da und tut mir den Gefallen. Checkt das Video aus, was ihr jetzt gerade hier irgendwo seht. Wir sehen uns im nächsten Video. Guckt das hier bis zum Ende an. Es lohnt sich. Like und Abo da lassen. Bis dahin, habt ihr einen wunderschönen Tag und ciao, ciao.